أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنصار لله أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنصار لله أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنحن الأنصار أنصار لله أنحن الأنصار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir stehen heute im nördlichen Gazastreifen vor der Mahmoud Abul Khair Moschee. Die hier die größte Moschee in der Umgebung ist. Die Moschee ist sehr wichtig für die Umgebung. Natürlich wisst ihr, dass im Gazastreifen der Strom jeden Tag nur 3 Stunden kommt. Der Muadzin kann daher nicht wirklich zum Gebet rufen. Aus diesem Grund haben die Anwohner der Moschee darum gebeten, dass Ansar International eine Solaranlage zur Verfügung stellt für die Moschee, was auch mit der Hilfe von Allah, mit der Hilfe von den Spendern, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, geschehen ist. Die Solaranlage ist jetzt fertig. Die Moschee wird in Betrieb genommen mit der Solaranlage. 5-mal am Tag wird der Adhan ausgerufen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mit Hilfe von der Solaranlage, die durch eure Spenden ermöglicht wurde. Das ist jetzt die Moschee, Bismillah, wir betreten sie. Natürlich, die Ventilatoren werden jetzt mit der Solaranlage in Betrieb genommen. Wie ihr seht, da haben wir den Member. Das ist der erste Stock. 9 Solarpaneele wurden oben installiert. Die Batterie und der Invektor sind hier beim Member natürlich. Damit wir euch das zeigen, wie das ausschaut. Der Imam hat vollen Zugriff zur Batterie und zum Invektor. Zu jeder Zeit kann er umschalten von Strom auf Solaranlage. Der Strom kommt hier in dieser Gegend nur 2 bis 3 Stunden täglich. Aus diesem Grund ist die Solaranlage, die ihr zur Verfügung gestellt habt, sehr, sehr wichtig. Das sind die besten Batterien, die es gibt für Solaranlage im Gazastreifen. Auch die Paneele, die oben sind, sind die besten Paneele, die es im Gazastreifen gibt momentan. Die werden wir euch gleich zeigen, inshallah. Wie ihr seht, die Ventilatoren werden jetzt mit der Solaranlage in Betrieb genommen. Alhamdulillah. Gaza ist ein heißes Gebiet, der Gazastreifen. Natürlich sind Ventilatoren in jedem Masjid sehr wichtig. Diese Moschee, dieser Masjid, ist gleichzeitig auch eine Koranschule mit einer Koranbücherei unten im unteren Stockwerk. Die werden wir euch dann gleich zeigen, inshallah. Mashallah, tabarakallah, schaut euch die Moschee an. Subhanallah, wunderschön. Ja, wir werden euch jetzt dann auch die Koranschule unten zeigen, inshallah, wo mehrere Kinder natürlich lernen, Koran auswendig lernen. Bismillah, Bismillah. Das ist jetzt mit der Solaranlage. 5-mal am Tag können wir durch eure Hilfe und durch die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. So, wir sind jetzt hier im unteren Stockwerk der Moschee, Mahmoud Abul Khair Moschee. Hier in diesem Stockwerk lernen viele Kinder den Koran al-Karim. Einige sind auch Hafiz geworden, die haben den Koran auswendig gelernt. Momentan sind hier an die 100 Kinder, die Koran lernen. Das ist hier die Bücherei, die islamische Bücherei. Und das Büro gleichzeitig. Wie ihr seht, mashallah, hier haben wir die Musafah, Koran, andere islamische Bücher. Mashallah, tabarakallah. Wissen ist sehr wichtig. Man muss sich immer weiterbilden. Vor allem in unserer Religion und Kultur ist Wissen und Weiterbildung sehr, sehr wichtig. Um diese Weiterbildung zu ermöglichen, ist eure Unterstützung immer gefragt, inshallah.
Hier in dieser Moschee arbeiten mehrere Leute ehrenamtlich, die helfen hier mit. Natürlich wäre es schön, wenn wir diesen Leuten irgendwie auch finanzielle Unterstützung zukommen lassen könnten. Das ist Wissen. Wissen ist wichtig. Wissen trägt dazu bei, dass die Gesellschaft besser wird. Natürlich wollen wir es irgendwie ermöglichen, dass wir die Leute, die hier mithelfen, die hier arbeiten, auch eine kleine finanzielle Unterstützung monatlich bekommen, inshallah. Weil, ihr wisst, die Situation im Gazastreifen ist sehr schwer. Es gibt keine Arbeit. Die Leute, die hier mithelfen, wir wollen die auch irgendwie belohnen für ihre Mithilfe, für ihre Arbeit, inshallah. Natürlich werden sie von Allah in der Akhirah belohnt, aber wir wollen, dass sie auch in der Dunya ihre Belohnung von uns bekommen. Die Schüler, die hier studieren, sollten auch Zeugnisse bekommen, also Ehrenzeugnisse, damit sie motiviert werden, noch mehr Koran zu lernen. Ja, das ist die Moschee hier. Ihr habt gesehen, eine Moschee auf 1000 Quadratmeter, zwei Stöcke, jeder Stock 500 Quadratmeter. Die Mahmoud Abul Khair Moschee im nördlichen Gazastreifen wird jetzt mit der Solaranlage, die Ansa International gebaut hat, in Betrieb genommen. Fünfmal am Tag wird der Adhan ausgerufen, Allahu Akbar, mit eurer Hilfe. Dankeschön, Barakallah fiko, fimizan hasanatkum, möge Allah es euch in eure Waagschale legen. Wir sind jetzt hier oben am Dach der Moschee. Wie gesagt, das sind hier 6 Paneele. Jedes Panel produziert 395 Watt Strom. Die Moschee wird komplett mit dieser Solaranlage in Betrieb genommen. Reicht natürlich nicht, um alle 5 Gebetsrufe auszurufen. Wir haben hier den Adhan-Turm, den Muezzin, wie ihr seht. Und die Solaranlage. Wir sagen Barakallahu fikum, danke vielmals. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wer den Leuten nicht dankt, der dankt auch nicht Allah. Man la yashkur an-nas, la yashkur Allah. Barakallahu fikum, möge Allah es euch in eure Waagschale legen. Dankeschön, für mizan hasanat. La ilaha illallah.